Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur dritten Folge der Serie Die Araber. Letzte Folge haben wir uns angesehen, welche Rolle die verschiedenen arabischen Gruppen in der Region gespielt haben. Heute schauen wir uns an, wie die wichtigsten dieser Gruppen, die Jafniden und die Nasriden, gegen Ende des 6. Jahrhunderts ihr Ende gefunden haben. Und dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit der arabischen Kultur und Sprache. Beginnen wir mit den Jafniden. Die Quellenlage ist schwierig, wie eigentlich immer bei dem Thema. Also steigen wir gleich ein. Ende des 6. Jahrhunderts wurde Al-Mundir, der Führer der Jafniden, verhaftet. Die genauen Hintergründe dazu kennen wir aber nicht. Von den Römern. Genau, wurde von den Römern verhaftet. Mhm. Aber seine Verhaftung führte dann zu einem Aufstand seiner Leute, die dann die Stadt Bostra belagert hatten, bis sie dann von den Römern dort geschlagen wurden. Sie forderten aber von den Römern, dass sie wenigstens den persönlichen Besitz von Al-Mundir und seine Rüstung übergeben sollten. Und danach, nachdem sie es bekommen hatten, sind sie verschwunden. Okay, also gute Freunde. Sie lassen dich zurück, aber Rüstung und Besitz nehmen sie mit. Genau. Nachdem jetzt diese Gruppe ihren Anführer verloren hatte, verlor sie an Kohäsion und ist auseinandergefallen. Solche Prozesse hatten wir ja auch bei den Hunnen schon gesehen oder auch teilweise bei den Goten. Die verschiedenen Gruppen, die jetzt auseinandergebrochen sind, dienten in der Folgezeit verschiedenen Herren oder wurden Zivilisten. Also der Gruppenzusammenhalt in solchen Situationen ist eher in der Führerpersönlichkeit begründet dann. Genau. Das ist so ähnlich wie bei den Hunden, wie wir es auch hatten. Ja, du hast den Anführer, der da mit seinen Geschenken eine Hierarchie aufbaut. Und wenn du jetzt keinen Geschenkeverteiler mehr hast, dann geht man wieder. Suchst du den mal hin. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso wurde Al-Mundir abgesetzt? Der römische General und spätere Kaiser Maurikios beschuldigte die Jafniden, für die Niederlage verantwortlich zu sein, die sich die Römer in einer gemeinsamen Kampagne gegen die Perser zugezogen hatten. Angeblich sollen die Jafniden Informationen zu den Persern durchsickern haben lassen. Der Geschichtsschreiber Johannes von Ephesus glaubt aber diesen Anschuldigungen nicht. Stattdessen führt er aus, dass Maurikios lediglich seine eigene Niederlage auf die Jafniden abwälzen wollte. Was jetzt auch nichts Unerhörtes wäre. Und auch sei die Geschichte des Maurikios voller Voreingenommenheiten gegenüber den Barbaren gewesen. Gleichzeitig habe die Abhängigkeit der Römer von Al-Mundir auf dem Schlachtfeld auch Sorgen geweckt. Denn den Römern war ja nicht immer klar, was Al-Mundir gerade wirklich vorhatte. Ja, an dieser Stelle sei ja an letzte Folge erinnert, wo ich die Anekdote erwähnt hatte, dass die Jafniden ja die Römer auch einmal mit falschen Informationen versorgt hatten, um dann die Gebiete plündern zu können, die eigentlich die Römer plündern wollten. Und auch war die Beziehung zwischen Römern und Jafniden in der Vergangenheit gestört worden, weil die Römer hin und wieder auch die Nasriden, also die perserfreundlichen Araber, bezahlt haben. Also da denkst du ja auch, okay, zu wem gehört ihr eigentlich? Irgendwie sagt mir, das Verhältnis ist nicht auf Vertrauen. Es gibt keine starke Vertrauensbasis zwischen den beiden Parteien. Genau, das ist im Prinzip, oh, ich flirte jetzt mit jemand anders, um zu schauen, wie du reagierst. Und schließlich hatte Al-Mundir auch mit der Zeit immer höhere Geldzahlungen von den Römern verlangt und sich dann dort natürlich auch keine Freunde gemacht. Ja, wer zahlt schon gern? Und zudem war es so, dass es ist ja immer ein sehr personales Verhältnis und auf Seite der Römer gab es den Patrizier Justinian, mit dem Al-Mundir sehr gute Verbindungen hatte. Der war aber 572 gestorben und das hat natürlich die Position von Al-Mundir geschwächt.
Weiß man da genaueres, also was war die Rolle dieses Justinian? Das war halt ein wichtiger Politiker, sozusagen, und der hatte dann gute Kontakte. Wir haben es also mit einer ganzen Gruppe unterschiedlicher Gründe zu tun, die das Verhältnis zwischen Almundi und den Römern gestört haben. Und so kam es dann schließlich zu seiner Verhaftung. Es kam dann, wie erwähnt, zu einem Aufstand seiner Leute und seinem Sohn, und Almundi wurde dann nach Sizilien verbannt. Sein Sohn wollte sich dann noch in einer kaiserlichen Audienz für seinen Vater einsetzen, konnte aber nichts erreichen. Und im Jahr 602, also nach gut 30 Jahren Exil, wurde er dann entlassen. Ist eigentlich nicht so schlecht. Ich will lieber in Sizilien, als dass ich irgendwelche Kämpfe in Persien führe. Ja, eigentlich schon, ja. Und an dieser Stelle muss man nochmal betonen, dass die Römer nicht Verträge mit Völkern oder Gruppen geschlossen haben, sondern nur mit einzelnen Personen. Und die Jafniden und auch andere arabische Gruppen hatten somit keinen klaren Status. Denn das Verhältnis zu den Römern war immer durch das Verhältnis ihres Anführers zu den Römern bestimmt und was für Verträge er aushandeln konnte. Und durch den Verlust von Almundi verloren die Jafniden auch ihre bevorzugte Stellung bei den Römern, die sie auch im Vergleich zu den anderen Arabern hatten. Und was genau aus Almundis Sohn geworden ist, wissen wir nicht. Angeblich wurde er von den Römern festgesetzt, aber diese Information ist nicht gesichert. Aber abgesehen jetzt von dieser Situation mit Almundi, schauen wir uns mal die Geschichte auf strukturellerer Ebene an. Mit der Zeit waren die Jafniden durch die römische Unterstützung immer mächtiger geworden. Sie haben ja mehr Ressourcen gekriegt und mehr Bezahlung. Das hat sie natürlich aber auch stärker an die Römer gebunden, denn von denen haben sie die Ressourcen bekommen. Zudem wurden jafnidische Anführer mit der Zeit immer stärker ins römische System eingebunden, was aber auch Spannungen erzeugt hat. Denn die Römer hielten die Araber natürlich weiterhin für Barbaren. Und deshalb wollten sie sie so gut wie möglich in der Peripherie des Reiches halten, ohne ihnen einen Einfluss auf die inneren Verhältnisse des Reiches zuzugestehen. Na, das heißt, man wollte sie so loyal wie möglich halten, ohne ihnen gegenüber loyal zu sein. Na, denn sie waren ja nur irgendwelche Barbaren, die Instrument für die eigene Politik waren. Siehe germanische Völker als Föderaten. Genau. Und umgekehrt hatten die Jafniden aber ein Interesse an römischer Anerkennung, um ihre eigene Stellung langfristig zu stabilisieren natürlich. Und hinzu kam, dass die Jafniden auch immer mächtiger geworden sind durch die Unterstützung der Römer. Und das wollten sie natürlich auch in ihrem Status wiedergespiegelt sehen. Und gleichzeitig, wenn du mehr Macht hast, kannst du auch auf deine römischen Geldgeber mehr Druck ausüben oder sonstige Überzeugungsarbeit leisten, um dann mehr Macht von ihnen zu bekommen. Und dadurch hat sich eine komplexe Situation entwickelt, wo die jafnidischen Anführer einerseits abhängiger geworden sind von den Römern, aber auch gleichzeitig sich mehr Freiheiten erlauben konnten. Ja, denn sie sind durch die Geldzahlungen schlagkräftiger geworden. Also wir sehen hier eine scheinbar gegensätzliche Situation, mehr politische Abhängigkeit bei gleichzeitiger militärischer Stärke, was man natürlich dann politisch umsetzen konnte, sowohl gegenüber den Römern als auch gegenüber den anderen arabischen Gruppen natürlich. Denn auch denen gegenüber wurde man natürlich mächtiger. Während die Jafniden aber die Anerkennung der Römer wollten, wollten sie aber ebenfalls nie vollständig ins römische System integriert werden. Denn dann wären sie ja vollständig jetzt von den Römern abhängig gewesen. Und dass die Römer jetzt auch nicht die vertrauenswürdigsten Zeitgenossen waren, haben wir ja auch gesehen. Und deshalb hatten eben die Jafniden einen Anreiz, auch ihre Verbindungen zu den anderen arabischen Gruppen stark zu halten. Ja, damit sie... Das ist ja auch ein Pfund, womit du wuchern kannst. Wenn dann die Römer sich zu sehr aufführen, kannst du sagen, ja, wir verstehen uns auch mit den anderen barbarischen Gruppen gut, also
wir brauchen euch nicht. Oder wir haben viele Freunde, die wir einladen können. Wie ist es da mit den Persern? Sind die eine Option für die Elfen? Wir haben zumindest keine Beispiele, wo da Fahndungen es welche gegeben hätte. Man muss auch überlegen, wo diese Gruppen gesiedelt sind. Also es waren auch so halbnomadische Gruppen, das heißt, sie waren durchaus sehr mobil, aber jetzt auch nicht willkürlich mobil. Dementsprechend, die waren halt nahe der römischen Grenze. Okay, die Perser sind jetzt auch nicht so weit weg, aber trotzdem hast du ja die Nasriden noch dazwischen. Das heißt, theoretisch wäre es natürlich möglich gewesen, aber wir kennen kein Beispiel. So. Das eigenständige Agieren der Jafniden hat aber mit der Zeit den Verdacht der Römer geweckt, weshalb sie dann letztendlich Almundia abgesetzt haben. Im Prinzip wollten ja die Römer die Jafniden im politischen Niemandsland parken, nie vollständig integrieren, aber immer wenn sie wollten, auf ihre militärischen Fähigkeiten zurückgreifen. Und das schuf natürlich eine sehr spannungsreiche Situation, die nicht sehr stabil war. Die jafnidischen Anführer hatten zwar öfters das römische Amt des Phylarchen inne, was sie ins römische System formal eingegliedert hat, doch handelte es sich nicht um ein sonderlich hohes Amt und ist auch nicht sehr mächtig. Und es gab zwar Fälle, wo ein Jafnide sogar den Titel Patrikios erhielt, also Patrizier, doch war zu dieser Zeit das nur noch ein symbolischer Titel, mit dem keine politische Macht mehr verbunden war. Also ein Jahrhundert vorher war das noch anders. Da wurden auch Heermeister gerne zum Patrikios ernannt, aber dann im 6. Jahrhundert dann nicht mehr. Und so hat es zum Beispiel auch nie ein Araber zum Heermeisteramt geschafft. Das war bei den Germanen anders. Liegt es daran, dass die Römer weniger Vertrauen zu den Arabern hatten? Oder weiß man den Grund dafür? Nein, also man kann nur spekulieren. Jetzt ist die Frage, ob das vielleicht daran lag, dass die Araber als noch barbarischer angesehen wurden oder ob man einfach nur eine Konsequenz daraus gezogen hat, dass es durchaus zu Problemen geführt hat, wenn man zu viele barbarische Herrmeister hatte. Also auch im Osten, also im Westen sehr stark, auch im Osten gab es auch solche Probleme. Und vielleicht wollte man es auch deshalb nicht zulassen, dass zu viele Fremdlinge dann plötzlich mitmischen. Wahrscheinlich erst recht, wenn man weiß, dass sie eigene Ressourcen haben, die außerhalb des Römischen Reiches sind. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt verschiedene Herrmeister hast, dann haben sie natürlich verschiedene römische Legionen als Ressource. Wenn du jetzt einen ganz ausländischen Herrmeister hast, dann hat er noch andere Ressourcen, was natürlich gefährlich sein kann. Und schließlich gab es auch kirchenpolitische Entwicklungen, die sich ebenfalls nachteilig auf das Verhältnis zwischen Jafniden und Römer ausgewirkt haben. Denn die Jafniden waren Miaphysiten. Was genau Miaphysiten sind, das hatte ich ja schon öfters in den Serien erklärt. Und ich werde auch nächste Folge nochmal genauer darauf eingehen, zur Wiederholung. Was jetzt wichtig ist, es gibt die Miaphysiten und die Chalkedonier. Die Chalkedonier wurden durch die Kaiser gestützt und haben das Römische Reich dominiert. Und es gab noch die Miaphysiten. Das war eine christliche Partei, die in Ägypten sehr stark war, in Syrien und Teilen Mesopotamiens und bei den Arabern. Und früher war es so, dass die Kaiser versucht haben, diese Miaphysiten zu integrieren. Und die Araber waren dabei durchaus nützlich, weil einzelne jafnidische Anführer durchaus auch als Mediatoren wirken konnten zwischen miaphysitischen Gemeinden, also an der Peripherie und der kaiserlichen Zentrale. Aber jetzt hatten die Kaiser ihre Politik geändert und haben gesagt, nein, keine Integration mehr. Wir sind auf Abgrenzung und auf Verfolgung der Miaphysiten ausgerichtet. Und damit haben die Araber, also die Jafniden natürlich, dann ihre Stellung als Mediator verloren und waren dann weniger nützlich. Und vielleicht sogar auch eher verdächtig, weil sie den falschen Glauben hatten. Mhm. Das ist eigentlich lustig, weil ich dachte, die miaphysitische Position ist schon ein Kompromissvorschlag.
Ja, oh, das ist sehr kompliziert, weil im Prinzip, also es gab ja eben diesen Tychos und dem Mann hat vorgeworfen, dass er eine so monophysitische Lehre hat, dass Christus in erster Linie Gott ist und dass sich dann das irgendwie vermischt hat mit der Menschheit und irgendwie die in der Gottheit aufgegangen wäre. Aber mittlerweile geht man davon aus, dass er das nicht wirklich gelehrt hat, sondern auch eher das, was die Miaphysiten gelehrt haben, dass sie doch keinen Kompromiss geschlossen Seine haben. Gegner haben ihn falsch dargestellt. Genau. Andererseits haben dann irgendwann die Miaphysiten auch Eutyches nicht mehr als orthodox angesehen, sondern auch gesagt, ja, okay, dann hat man das geglaubt, okay, er hat diese Lehre gehabt, dann ist das falsch und haben ihn ebenfalls verurteilt, was den Miaphysiten nichts gebracht hat, weil sie trotzdem mit immer mit ihm verbunden wurden. Und umgekehrt haben sie dann die Chalkedonier immer Nestorianer genannt. Also ja, es ist sehr kompliziert. Also man kann diese Situation fast eins zu eins auf heutige Diskussionen übertragen. Ja, das ist traurig, das ist so typisch. Jemand hat eigentlich eine kriegt die Extremposition unterstellt. Und was ich interessant finde, und ich weiß nicht, ob das jetzt das Ganze besser oder schlechter macht, aber ich glaube, dass oft das nicht einmal bewusste, böswillige Unterstellungen sind, sondern ich glaube, oft glaubt man ja wirklich diese Unterstellungen. Also man erfindet sie nicht, sondern es ist auch tatsächlich ein Missverständnis. Wobei man auch kein Interesse hat, den Gegner wirklich zu verstehen. Also, ich weiß nicht, ist das jetzt besser oder schlechter? Jetzt halt positive und negative Aspekte. Ja. Okay. Die Aphniden sind also gefallen. Damit schauen wir uns die Nasriden an, denn so viel besser ist es denen auch nicht ergangen. Hier hat es den Anführer Al-Numan getroffen. Anders als bei Al-Mundir ist bei dem aber weniger klar, warum der jetzt entmachtet wurde. Es gibt zwar eine Anekdote, ja, bei Anekdoten muss man immer aufpassen, wo angeblich Al-Numan einen bekannten Poeten schlecht behandelt haben soll, der aber beim Sassanidenkönig in hohem Ansehen stand. Und deshalb hat der Perserkönig, das war Chosroes II., dann Al-Numan abgesetzt. Das klingt ein bisschen fragwürdig, das ist für den Poeten, dass er da sowas macht. Vielleicht hat er ein schlechtes, gemeines Gedicht über ihn verfasst. Also, ja, also wie gesagt, man muss immer aufpassen bei solchen komischen Sachen. Und es gibt auch eine andere Quelle, die sehr viel plausibler klingt. Chosroes II. Hatte ja Probleme um seinen Thron. Ja, das war ja so, dass er diesen Usurpator Baran Chobin hatte und dann Chosroes II. Ja flüchten musste zu den Römern. Das hatten wir in der Perser-Serie ja erwähnt. Und anscheinend hatte Chosroes II. Damals auch die Nasriden um Hilfe gebeten. Ja, das war ja auch nichts Ungewöhnliches. Da gab es auch schon ein Beispiel in der Vergangenheit. Das hatten wir auch letzte Folge erwähnt. Da hat ja Bahram V. sich ebenfalls an den Nasriden gewandt, um dann gegen seinen Konkurrenten zu kämpfen. Der Unterschied zu damals war aber, dieses Mal haben die Nasriden dem Perserkönig, also Chosroes II., nicht geholfen. Und das hat er sich gemerkt. Und das war wahrscheinlich der Hauptauslöser. Ja, denn du denkst dir als Perserkönig, wenn ich schon diese Barbaren habe, die mir gefälligst helfen sollen und sie machen es nicht, wofür brauche ich sie dann? Und gleichzeitig, ich hatte ja erwähnt, hatten die Nasriden ja auch durchaus mal Zahlungen von den Römern bekommen, was jetzt auch nicht unbedingt das Vertrauen der Perser stärkt. Auch gab es eine interessante Entwicklung, und zwar war Al-Numan zum Christentum konvertiert. Die Bevölkerung Hiras war zwar schon christlich, die Nasriden selbst waren aber Heiden geblieben. Und jetzt gibt es die These, dass diese Konversion dann zur politischen Hypothek geworden ist, weil ja immer die Christen so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wurden von den Persern. Und jetzt gibt es die These, dass dann Al-Numan sich dachte, okay, die Christen werden ja immer so argwöhnisch betrachtet, aber ich sehe ja, Chosroes II., der hat ja ganz gute Verbindungen zu Gregor von Antiochia oder Domitian von Mytilene. Das heißt,
er sieht, okay, der arbeitet gut mit Klerikern zusammen, dann wird es mir schon nicht schaden, wenn ich auch Christ werde. Und so ist er dann konvertiert. Na, zum nestorianischen Christentum übrigens, also zu der christlichen Partei, zu der auch die meisten Christen im Perserreich gehört haben. Weiß man warum, die das Christentum gewählt haben. Politisch wäre es ja vielleicht sinnvoller gewesen, zum Zoroastrismus zu konvertieren. Ja, es ist halt die Frage, warum er konvertiert ist. Mhm. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er einfach auch überzeugt war. Also ich finde, zumindest theoretisch sollte man darüber nachdenken. Und das Christentum ist ja nicht, der Zoroastrismus hat eine andere Religion. Und wenn es politische Gründe gab, dann muss man ja bedenken, dass seine eigene Bevölkerung ja auch christlich war und nestorianisch. Und dann würde es sich ja eher anbieten, deren Religion anzunehmen und nicht die von den Persern. Ist halt die Frage, wen hältst du für wichtiger? Deine Bevölkerung oder das Großreich neben dir? Ist irgendwie beides schwierig, nicht wahr? Beide können dich absetzen. Und haben jetzt auch eine der beiden Parteien. Genau. Und jetzt wurde aber gegen diese These, dass seine Konversion sich negativ ausgewirkt hat, aber auch die Gegenthese entwickelt, wo man gesagt hat, das hat wahrscheinlich keinen Grund gespielt, denn der Nachfolger von Al-Numan war Taglib und es war ein Christ. Und wenn jetzt die Perser ein Problem mit dem Christentum gehabt hätten, mit den alten Araber, dann hätten sie nicht einen anderen Christen eingesetzt. Also deswegen... Mit dem haben sie dann zusammengearbeitet. Genau. Okay. Und deswegen würde ich auch diese These, dass das Christentum hier eine Rolle gespielt hat, eher verwerfen. Aber ich wollte sie trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen. Und es gibt noch eine andere interessante These. Der Historiker Howard Johnston vermutet, dass die Entmachtung der Nasriden mit Chosraus Plänen zur Westexpansion zu tun hatte. Denn das Klientelsystem, das die Sassaniden unterhalten hatten und in dem eben die Nasriden die Hauptrolle hatten, wurde ja auch genutzt, um den eigenen Einfluss in der Region zu wahren und den der Römer zu begrenzen. Auch braucht man ja einen Schutz gegen die arabischen Klienten der Römer. Wenn aber die Römer vernichtet worden wären, und das war ja auch nicht so unrealistisch in dem großen persisch-römischen Krieg, dann hätten die nicht mehr vorhandenen Römer ja auch keine Klienten mehr einsetzen können gegen die Sassaniden. Das heißt, die Sassaniden selbst wären weniger auf Schutz gegen Araber angewiesen gewesen. Zumindest weniger Schutz vor Arabern, die von anderen gelenkt werden. Denn sie selbst hätten ja dann die gesamte Grenzregion zur arabischen Wüste kontrolliert und hätten deswegen die Nasriden nicht mehr in dem Maße gebraucht. Und gleichzeitig waren die Nasriden ähnlich wie die Jafniden auch ein bisschen unabhängiger geworden durch ihre eigene Machtsteigerung und zu unabhängige Klienten brauchst du auch nicht. Und dass die eben unabhängiger geworden sind, konnte man zum Beispiel auch daran sehen, dass sie sich weigern konnten, Chosra den Zweiten zu helfen. Und dann, wie gesagt, Klienten, die dir nicht gehorchen, kannst du nicht gebrauchen. Also was ich nicht ganz verstehe, ist diese Freiheiten, die sich diese Klienten erlauben und manchmal gehorchen und manchmal nicht, aber gleichzeitig sind die Großmächte so mächtig, dass sie die Anführer jederzeit ausschalten können. Also wenn du da Anführer bist und weißt, du kannst jederzeit ausgeschaltet werden, dann bist du doch eigentlich folgsam. Der springende Punkt ist jederzeit. Das ist gerade nicht der Fall, denn es kommt immer darauf an, wie die politische Situation aussieht und der Großkönig kann sich nicht immer leisten, gegen die Araber vorzugehen, weil er vielleicht mit den Römern zu tun hat und die Araber braucht oder er ist an der Ostgrenze. Das heißt, das ist alles sehr opportunistisch. Man guckt, wie schaut es jetzt in der Situation aus und jeder denkt sich, okay, wie kann ich jetzt in dieser Situation meinen größtmöglichen Vorteil ziehen? Und in 5 Jahren kann es dann aber wieder anders aussehen. Okay. Das heißt, das ist halt die Schwierigkeit. Du würdest sagen, er hat einfach zu hoch gepuckert zu dem Zeitpunkt. Genau. Denn zum Beispiel, wenn es Chosra nicht gelungen wäre, seinen Thron zurückzuerobern,
dann wäre es ja gut gewesen für den Nasrin. Wäre ja kein Schaden gewesen. Aber ja, das ist, man muss bedenken, wir reden hier immer über größere Zeiträume, aber bestimmte Situationen können sich sehr stark in wenigen Jahren ändern und dann ist es eine kluge Entscheidung, plötzlich im Nachhinein eine dumme Entscheidung und umgekehrt. Okay. Zusätzlich kam es im Jahr 604 zu einer Schlacht bei Dukar zwischen den Nasriden und anderen arabischen Gruppen. Die arabischen Gruppen im Süden Hiras, also südlich von den Nasriden, haben wohl die Schwäche der Nasriden gerochen und das nutzt man natürlich aus und haben die Nasriden dann besiegt. Und das hatte erstmal jetzt keine großen Konsequenzen, weil es keine so große Schlacht. Aber nach der Entmachtung der Nasriden in Hira wurde dort jetzt ein persischer Marzban, also ein Statthalter, eingesetzt. Und damit wurde das Gebiet der Nasriden jetzt direkt vom persischen Reich kontrolliert, aber nicht die Gebiete innerhalb der Einflusssphäre der Nasriden. Denn es war ja so, die Nasriden hatten natürlich ihr Gebiet, das sie kontrolliert hatten, aber sie hatten ja auch bei den Arabern darüber hinaus Einfluss, den sie einsetzen konnten, um die Leute zu rekrutieren oder gegeneinander auszuspielen. Und das fiel jetzt weg. Hat die Besättigung der Nasriden und Jefniden dann den arabischen Oberen später, als sie die Römer und die Perser angegriffen haben, geholfen? Die These wurde aufgestellt, aber es ist eigentlich schwierig. Also dagegen hat man gesagt, ja, also die militärische Macht der Jefniden und Nasriden war jetzt nicht so groß und sie hätten jetzt den geballten Arabern jetzt nichts entgegenzusetzen gehabt. Also deswegen sagt man dann eher nein. Andererseits muss man berücksichtigen, dass ja die militärische Macht der arabischen Eroberer anfangs auch nicht so groß war. Sondern erst nach den ersten Siegen hatten die ja an Fahrt aufgenommen und es haben sich dann immer mehr Gruppen angeschlossen. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, was jetzt passiert wäre, wenn es noch ein funktionierendes Klientelsystem gegeben hätte. Denn Teil der Systeme war ja, überhaupt zu verhindern, dass sich Gruppen zusammenschließen, indem man sie eben gegeneinander ausspielt. Das heißt, möglicherweise hätte ein funktionierendes System diese Machtballungen verhindern können. Aber ja, da würde ich auch eher nein sagen, weil wir haben gesehen, während die Römer und Perser im Krieg miteinander waren, gab es immer mehr Plünderungen an der römischen Grenze, zum Beispiel in Palästina. Das Problem hatten dann auch die Perser und dann haben sie versucht, das durch Verhandlungen zu lösen. Und das Problem gab es halt dadurch, weil die arabischen Gruppen einfach gesehen haben, okay, die Römer können sich gerade nicht verteidigen und das nutzen wir aus. Und wir hatten ja gesehen, die Jefniden waren ja durchaus auch nicht immer super loyal, sondern haben auch geplündert, wo sie nicht sollten. Das heißt, diese Klientelsysteme waren eh nie so hundertprozentig verlässlich und stabil. Das heißt, möglicherweise, selbst wenn es die Jefniden gegeben hätte, hätten die sich vielleicht trotzdem mit den Arabern einfach angeschlossen. Das wäre auch möglich. Also wie viele Jahrzehnte sind wir jetzt eigentlich von der islamischen Expansion entfernt? Jetzt sind wir eigentlich angekommen. Also ich hatte die letzte Episode, die ich jetzt erwähnt hatte, war diese Schlacht, es war 604. Ja, okay, sind so 20 Jahre. Und während dieser 20 Jahre gab es halt dann den großen Krieg zwischen Persern und Römern. Das heißt, es herrscht eh Chaos. Okay, damit hätten wir die Ereignisgeschichte der Araber abgehandelt. Mit der arabischen Expansion selbst werde ich mich jetzt nicht im Detail auseinandersetzen, weil wir die ja schon in der Perserfolge Nummer 14 gehört haben. Ja, da kann ja jeder nachhören. Zum Abschluss dieser Folge wollen wir uns um die arabische Sprache und ihre Kultur kümmern. Sprache wird ja oft als Identitätsmarker angesehen und auch gerade in der heutigen Zeit oft mit der Nationalität verknüpft. Und ich weiß, es gibt natürlich Ausnahmen, gerade die Sprachen der kolonialen Mächte sind ja sehr stark verbreitet und sind ja überall auf der Welt. Aber tendenziell bleibt es ja trotzdem so, dass Sprache oft mit Identität verknüpft ist. Und das trifft natürlich auch auf Dialekte zu.
Die Frage ist jetzt, wie war das bei den Arabern? War da ihre Sprache ein Marker ihrer Identität? Und haben sie sich jetzt dann davon von den Imperien abgegrenzt? Oder hat es keine Rolle gespielt, weil die Araber sich dann eher mit einer bestimmten Gruppe identifiziert haben? Das Problem bei der Frage ist, wir wissen nicht mal, ob es eine arabische Identität gab und wie die ausgeprägt war. Das hatten wir ja ganz kurz in der ersten Folge schon angesprochen. Und wir wissen auch nicht, wie stark die arabische Sprache verbreitet war. Denn zum Beispiel im Bereich Syrien und Mesopotamien wurde Syrisch gesprochen. Ja, das war ein ostaramäischer Dialekt, was zwar verwandt war als semitische Sprache, es war aber nicht arabisch. Deswegen, in Bezug auf die Sprache, wollen wir kurz auf die Stelle des Arabischen im Nabatäischen Königreich eingehen, auf die arabische Schrift und auf die orale Tradition des Arabischen. Das Nabatäische Königreich lag im heutigen Jordanien zur eher früheren Epoche des Römischen Reiches und wurde dann von den Römern erobert. Und jetzt ist die Frage, okay, das ist ja die arabische Halbinsel auch, und was haben die jetzt gesprochen? Das Problem ist, wir wissen jetzt aber nicht genau, ob sie Arabisch gesprochen haben, weil zum Beispiel das Wort Arabs in ganz verschiedenen Kontexten auftaucht. Und also zum Beispiel bezeichnet die Region Arabia, es bezeichnet aber auch einfach nur nomadische Stämme und deswegen, oder auch Leute aus der Region. Und deshalb wissen wir nicht, okay, wann ging es jetzt um die arabische Sprache und nicht einfach nur um eine Sprache, die dort gesprochen wurde, was ja was anderes sein könnte. Also hier ist es kompliziert, deswegen können wir nur schauen, okay, ab wann haben wir arabische Textzeugnisse, die ganz klar arabisch sind. Und die haben wir sehr spät erst. Und zwar finden wir die ersten arabischen Inschriften im 6. Jahrhundert. Und die arabische Schrift, die hierfür benutzt wurde, hat sich aus eben dieser nabatäischen Schrift entwickelt. Das war eine andere semitische Sprache, aber sehr ähnlich. Und diese Schrift ist wohl im Norden der arabischen Halbinsel entstanden. Also eher in dem Bereich, wo die Jafniden waren. Und möglicherweise haben sie auch eine wichtige Rolle gespielt. Das wäre geografisch gesehen im heutigen Irak. Und möglicherweise lag der Ursprung der arabischen Schrift im Mönchtum. Zumindest tauchen die ersten arabischen Inschriften eben in christlichen Kontexten auf, wenn es darum ging, wer ein Kloster oder wer eine Kirche gestiftet hat. Ja, das hat man dann in Inschriften hingeschrieben. Welche Rolle die arabische Sprache jetzt aber für die arabischen Eliten gespielt hat, wissen wir nicht. Aber interessanterweise tauchen arabische Inschriften zu dem Zeitpunkt verstärkt auf, als die Jafniden und Nasriden angefangen hatten, sich stärker von den Römern und den Persern zu emanzipieren. Also geht es darum, vielleicht eine neue Identität zu finden. Genau, und möglicherweise gibt es jetzt ein eigenes Selbstbewusstsein und das drückt man dann auch kulturell aus. Und im 5. und im 6. Jahrhundert kam es dann auch zu einer verstärkten Produktion der arabischen Poesie. Die Themen dieser Oden waren dann oft die Kämpfe zwischen den verschiedenen arabischen Gruppen. Und vor allem im jafnidischen und nasridischen Bereich wurde viel gedichtet. Aber nicht nur hier, aber im Schwerpunkt. Und was dabei auffällt, ist, dass der nordarabische Raum eine wichtige Rolle für die arabische Identität und die Emanzipation der Araber gespielt zu haben scheint. Und das sieht man dann eben auch in der Entwicklung der arabischen Literatur, gerade in diesem Raum. Und jetzt kommen wir zum letzten Element der arabischen Identität, nämlich die Beduinen-Identität. Ich hatte ja öfters erwähnt, dass die arabischen Gruppen keine Staaten oder Selbstreiche im antiken Sinne gegründet haben, sondern am ehesten vielleicht die Nasriden, die ja in Hira quasi ein kleines Reich hatten, aber ansonsten waren die restlichen arabischen Gruppen eher so nomadisch oder halbnomadisch, also ähnlich wie die
Steppenvölker wie die Hunnen oder Heftaliten und so weiter. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass gerade die nomadische Lebensweise eng mit den Vorstellungen von den Arabern verknüpft war. Und wie gesagt, das Wort Araber wurde ja auch eben gerade für Nomaden benutzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle die nomadische Lebensweise für das arabische Selbstverständnis gespielt hat. Anscheinend kam es bereits in vorislamischer Zeit zu einer Romantisierung des Lebensstils der Beduinen und diese reichte dann bis in die islamische Zeit hinein. Dabei hat man sogar junge Männer in die Wüste geschickt, damit sie die Art der Beduinen kennenlernen. Bei den Römern war es ja so, dass Araber, die in der Wüste gelebt haben, sehr negativ gesehen wurden und dass es allerlei negative Stereotype gab. In der vorislamischen Poesie nimmt aber die Lebensweise der Beduinen hingegen einen prominenten Platz ein und das sehr positiv. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen bewussten Gegenentwurf zu den Imperien oder es war vielleicht eine Reaktion auf den Untergang der Nasriten, die ja selbst in Städten gelebt hatten. Insofern ist es dann natürlich ein positiver Gegenentwurf, wobei aber diese Deutung nur eine Spekulation ist. Sicher können wir es natürlich nicht sagen, also das wird man wahrscheinlich auch niemals herausfinden können. Und es gibt auch die These, dass diese Romantisierung der Beduinen-Lebensweise erst in islamischer Zeit überhaupt erst aufgekommen ist und dann vielleicht als Zivilisationskritik gegenüber den arabischen Eliten gedacht war. So wie bei den Römern, man sich ja auf die Zeit der frühen Republik immer bezogen hat. Genau. Also es gibt zum einen die Tendenz zur guten alten Zeit und es gibt auch diese Tendenz zu sagen, ach, heute bei uns ist alles so dekadent. Und dann guckt man dann meistens auf die anderen, die noch die hehren Werte haben. Und es hat ein prominentes Beispiel, wer Tacitus, der auch die Disziplin und die Tapferkeit der Germanen gelobt hat, als Gegenentwurf zu den verweichlichten Römern. Und das ist natürlich auch, da muss man aufpassen, da hat der Autor eine ganz bestimmte Absicht und stellt die anderen jetzt nicht realistisch dar, sondern es ist gezielt als Gegenentwurf gemeint. Und möglicherweise gab es dann auch in islamischer Zeit, wo dann die Araber durch die Macht korrumpiert wurden, gegenüber den edlen Wilden in der Wüste zum Beispiel. Aber wie gesagt, wann diese Romantisierung eingesetzt hat und welche Rolle sie gespielt hat, wissen wir nicht genau. Okay, das ist der Schluss dieser Folge. Und wir haben gesehen, wie die Jafniden und Nasriden gefallen sind. Wir haben wieder uns ein bisschen beschäftigt mit dem Verhältnis zwischen Klienten und Imperien und haben dann die Folge mit ein bisschen Kultur geschlossen. Wie geht's jetzt weiter? Nächste Folge beschäftigen wir uns dann mit den Arabern und dem Christentum. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Du hast dieses unsympathische Verhalten der Römer oder allgemein, dass keiner traut keinem, aber alle brauchen irgendwie einander und nutzen einander aus. Und ja, das ist aber interessant, dass sich diese Art von System sehr lange hält. Die Akteure bleiben vielleicht nicht immer alle gleich, also zumindest bei den Arabern natürlich nicht, bei den Römern dann schon, aber
ist ein relativ stabiles Grundsystem, das aber gleichzeitig ununterbrochen auch Spannungen hat. Ja, es ist interessant. Ja, durch die Geschichte weg kann man die Römer nicht wirklich als Menschenfreunde bezeichnen. Ja. Die können schon sehr grausam sein. Gerade das Thema Zivilisation, die Barbaren, die auch heute sind natürlich die immer noch negativ gesehen und die Römer eher positiv, wegen dem, was die Römer natürlich erbaut haben und so weiter. Aber so grundsätzlich, wie man Leute behandelt hat, waren die jetzt nicht besser. War Barbaren damals eigentlich ein negativ besetzter Begriff schon? Ja, schon bei den Griechen, die haben schon angefangen und das war immer schon, ja okay, das sind die anderen und auch eher die Nicht-Zivilisierten. Also die ersten Barbaren, also aus Sicht der Griechen, waren die Perser, obwohl die immer in einer Hochkultur waren, aber natürlich nicht positiv gesehen wurden. Und dann im Prinzip, ah ja, jeder ist ein Barbar, der nicht zu uns gehört. Und die Römer, die aus Sicht der Griechen natürlich auch Barbaren waren, haben den Begriff auch dann übernommen, aber natürlich dann für alle Nicht-Römer. Obwohl sie bei den Griechen eine Ausnahme gemacht haben. Genau. Die waren ja eh relativ schnell erobert und dann waren sie auch Römer, sozusagen. Aber es ist interessant, die griechischen Sprecher waren immer snobistischer als die Lateinensprecher. Weil es war gerade zur Bildung dazugehört, zur guten Bildung, dass du auch Griechisch gelernt hast, auch wenn es dann in der Spätantike immer mehr zurückgegangen ist. Während bei den Griechischsprechern, da war Latein immer eher barbarisch. Da hat man es dann eher gelernt, natürlich, wenn du in die Verwaltung wolltest, weil römisches Recht brauchst du Latein oder natürlich dann im Militär. Aber so kulturell gesehen hat man nichts von Latein gehalten. Ja, wie diese ganzen Snobs.